So, da sind wir auch schon wieder. Ich muss jetzt wieder ins Spiel reinkommen. Ihr kennt ja dieses Spiel, wenn man... beziehungsweise, ja, ihr kennt das Spiel. Ja, klar, ihr kennt das Spiel nicht. Ich kenne es natürlich auch nicht. Der Einzige, der es kennt, ist der Marcel. Der ist auch wieder hier. Hast du immer die aktuellste Version aus der Box? Also eigentlich habe ich die aktuellste Version aus der Box. Jetzt ist die Frage, soll ich nochmal... Ich sollte wahrscheinlich nochmal neu laden, ne? Weil ich glaube, das ISO... Das ISO ist zwischengespeichert. Habe ich schon ein Update gemacht. Ich speichere nochmal. Kann ich nochmal speichern? So. Piraten? Wie? Piraten. Mhm. Ja, ja, ja. Genau. So, ich speichere nochmal. Vorsichtshalber. Einfach mal. Und dann laden wir das nochmal. Am besten immer frisch laden, keine Save States. Ja, das. Der Emulator macht automatisch Save State. Da kann ich nichts dran ändern. No, ne? So. Speicheln beendet. So. Okay. Okay. Und wir laden das Spiel einmal neu. Weil der Chef das jetzt sagt, dann wird das gemacht. So. Gut, gut. Ist die Frage, sollte ich das nochmal komplett beenden? Warte mal, ich mach das anders. Ja. Ich mache das anders, weil ich weiß nicht, ob es nicht trotzdem noch Fresh Boot. So. Probieren wir das mal so. Weil ich habe jetzt einfach nur das Spiel zugemacht, aber beziehungsweise resettet. Ja, wir gucken einfach mal am besten. Müsste ja trotzdem funktionieren. Müsste man irgendwie... Man müsste das irgendwie auf den Startscreen oder so bringen, wenn das letzte Mal ein ISO gebaut wurde. Meine Güte, dann wüsste ich nämlich auch, ob ich die aktuellste Version habe. Aber muss ja nicht sein. So, im Übrigen, ein Spiel von, war das gerade Capcom? Nee, was war das für ein Logo? Das war nicht Capcom. Oder war das Capcom? Das ist von Capcom? Mega Man? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So, das kennen wir schon. Capcom, ja, sag ich doch. Das alte Capcom-Logo. Meine Fresse, ist das lange her. Da steht's auch. Capcom. Good luck. Dankeschön. So, Memory Card 1. Bitte einmal laden. Prüfe Daten. Ich hoffe, der hat das jetzt auch übernommen. Jo, hat er. Daten laden. Laden werden gedaten. So. Und damit sind wir wieder im Spiel. Und die Vögel sind schon wieder so laut hier. Wirklich, wenn ich die erwische. So, ja, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen wieder zurück in die Stadt. Und müssen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube zum Rathaus müssen wir, ne? Wir hatten uns aber vorgenommen, erstmal in die Bibliothek zu gehen. Beziehungsweise wir waren schon in der Bibliothek. Und haben dann aber gemerkt, oh, da sind so viele Leute, mit denen man reden kann. Und deswegen habe ich da an der Stelle erstmal einen Cut gemacht. Genau. So, ich guck mal gerade, wo war die? Da drüben war die. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überfahren werde. Das habe ich noch im Kopf. So, und wir gehen einmal... Warte mal. Wie konnte man nochmal? So. Bücherei. Genau. Genau, für die Story zum Rathausplatz. Genau. Aber wir gehen erstmal in die Bibliothek und gucken mal, was es hier so Nettes gibt. Schönen guten Tag. Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht treten. Ich hörte davon, dass die Piraten kommen, deshalb bin ich hier... um alles Mögliche über solche Seeräuber nachzulesen. Nach dem, was ich bisher gelesen habe, scheinen Piraten kein netter Haufen zu sein. Was? Er kommt in die Bibliothek, um über Piraten nachzulesen. Okay, es ist ein Buch namens Einführung ins Graben. Ich erinnere mich, dass vor langer Zeit... gelesen zu haben. Achso, ich erinnere mich, das vor langer Zeit gelesen zu haben. Mal sehen. Denken Sie daran, Ihre Waffen so oft wie möglich zu verbessern. Ah, okay. Vergewissern Sie sich, dass Sie richtige Werkzeuge für die Aufgaben parat haben. Sie können wählen, ob Sie die Feuerkraft Ihrer Waffe verbessern möchten, die Feuerrate, Reichweite, ebenso wie die Nachladegeschwindigkeit. Es ist zudem wichtig, darüber nachzudenken, welche Ihrer Spezialwaffen aufzurüsten und wann, klingt nach einem guten Ratschlag. Okay, haben wir noch was? Es ist die Geschichte der Insel Catalox. Catalox. Ist es Catalox? Ja. Band Nummer 1. Mal sehen.
Diese unbevölkerte Insel wurde vor etwa 100 Jahren aufgefunden. Zu der Zeit ihrer Entdeckung war die Oberfläche der Insel nahezu vollständig mit zerstörten Gebäuden überdeckt. Das heißt, hier hat schon mal jemand gewohnt. Und ihr habt die nicht entdeckt, ihr habt sie nur wiederentdeckt, ja? Also so viel Zeit muss sein. Catalox wurde bekannt, nachdem vor etwa 60 Jahren hochqualitative Refraktoren unter der Insel entdeckt wurden. Weiterlesen, ja. Nach der Entdeckung der Existenz von Refraktoren fand man ebenfalls heraus, dass die Insel im Untergrund mit Ruinen durchsiebt war. Aufgrund mehrerer unglücklicher Unfälle, welche frühere Erforschungsbestrebungen plagten, und die Beharrlichkeit von Gerüchten über einen legendären Fluch oder Katastrophe, komischer Satz, wurde der Großteil dieser Ruinen gegenüber der Öffentlichkeit versiegelt. Folglich ist das Graben nur in einer begrenzten Anzahl von Ruinen möglich. Was die legendäre Katastrophe betrifft, glauben manche, dass jedes Jahrhundert eine unbestimmte Präsenz, die unterhalb der Insel residiert, erwacht und und alles gegenwärtige Leben auf ihr zerstört. Gut, okay. Steckt alles in einem einzigen Pointer, war aber auch ein riesiger Schachtelsatz. Hat den guten Po wahnsinnig gemacht, als er die Texte übersetzt hat. Das war aber auch ein riesiger Satz gerade. Das ist die Geschichte der Insel Catalox, Band 1. Nö. Hab ich doch schon gelesen. Mann! Weg. Ich hab doch... Nein, lesen aufhören. Puh, das ist echt ein umfangreiches Buch. Das stimmt. So, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn, junge Frau? Ich denke, dass ich nach der Evakuierung noch viele freie Zeit zur Verfügung haben werde. Darum bin ich hier, um mir etwas zum Lesen zu besorgen. So, was ist hier noch? Wieder die Geschichte. Ach, Band 2. Mal sehen. Nachforschungen der aktuellen Bürgermeisterin Professorin Amelia haben gezeigt, dass es Überreste einiger Zivilisationsformen auf Catalox gibt. Anders formuliert scheint es, dass die vorherigen Bewohner dieser Insel viele Male eine Zivilisation erschaffen haben, nur um sie wieder zu zerstören. Seltsame Hobbys haben die Leute hier. Man glaubt, dass dies der Ursprung der legendären Mythen über die Katastrophe ist, die diese Insel heimsucht. Während es offenbar keine wissenschaftlichen Beweise gibt, dass Catalox für Katastrophen bestimmt ist, entscheiden sich viele Menschen, die an diese Legende glauben, die Insel zu verlassen, und tatsächlich wurde die sinkende Population zu einem der wichtigsten Anliegen der Insel in den vergangenen Jahren. Weiterlesen. Gott, ist das viel Text. Die Mauern und Tore, die diese Stadt in verschiedene Gebiete unterteilt, sind ebenfalls Überreste antiker Ruinen, welche selbst heute noch funktionieren. Diese Mauern sowie die als Unter- und Haupttor bekannten Ruinen sind ein Denkmal für die technologischen Errungenschaften der Gesellschaft unserer Vorfahren. Oh ja, okay. Es ist der Ratgeber für Gräber mittleres Niveau. Mal sehen. Oftmals, wenn man Schaden durch Gegner erleidet, wird man betäubt oder zu Boden geworfen. Man kann diesen Effekt mindern, indem man die X-Taste drückt. Das muss ich mir merken. Oh, mach ich mal. Kann man dich irgendwie treten? Oh, Entschuldigung. Offensichtlich geht das. Es ist ein Buch namens Bedienung von Holon-Maschinen. Mal sehen. Maschinen, die Quantenrefraktoren als ihre Energiequelle nutzen, werden als sogenannte Holon-Maschinen bezeichnet. Während sie heute für viele Zwecke Verwendung finden, bleiben ihre ursprüngliche Aufgabe, Konfigurierung und Baumaßnahme unbekannt. Holon-Maschinen machen sich das Energiefeld zunutze, das Refraktoren erzeugen, wenn sie sich mit hoher Geschwindigkeit drehen. Die Art und die Größe des Energiefelds, das auf diese Weise erzeugt wird, variiert in Größe und Farbe abhängig des genutzten Refraktors. Einige Wissenschaftler haben die Theorie über die Existenz eines Urrefraktors entwickelt, eines facettenreichen Prisma-Refraktors, der in der Lage ist, Energie weit über dem Umfang der größten bekannten Refraktoren zu produzieren. Ich bin nicht sicher, ob ich das alles begriffen habe. Vielleicht würde Roll es verstehen. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich bin zwischendurch auch ausgestiegen, muss ich sagen. Dort ist ein Schild, auf dem steht:
Bitte legen Sie die Bücher zurück ins Regal, wenn Sie sie gelesen haben. Mhm. Gut, 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 gut. Hier ist irgendwie zu, ne? Hier ist ein Schild. Hallo, Schild, Schild, Schild. Schild? Nein, okay. So, schön gut. Da steht Information drauf. Oder La. Entweder Information oder La Formation. Information oder La Formation. So. Schönen guten Tag. Dies ist die Bücherei. Wir lassen nicht zu, dass die Piraten uns dicht machen. Dies ist die Bücherei. Wir lassen nicht zu, dass die Piraten uns dicht machen. Der Satz klingt komisch. Das klingt so, als wenn sie dafür sorgen, dass die Piraten sie nicht besäufen. Besaufen. Wie betrunken machen. Würde ich anders schreiben. Wir lassen nicht zu, dass wir wegen der Piraten dicht machen oder irgendwie sowas. Das gute Mädchen kannst du ärgern, indem du immer wieder bei Besuchen hinter die Theke gehst. Achso. Die ist notiert. Dann gehe ich mal hinter die Theke, nicht? Hallo. So, kann ich, hallo? Hey, du kannst hier nicht einfach so ohne Erlaubnis herkommen. Okay, gut. Und sie dann anreden. Habe ich gemacht. So, schönen guten Tag. Falls die Piraten die Bücherei in die Luft jagen, dann würde das bedeuten, dass die Lehrer uns nicht mehr Bücher zum Lesen aufzwingen können. Was hätten denn Piraten bitte für einen Grund, eine Bücherei in die Luft zu jagen? Also das ist ja gut, das sind Piraten, die haben halt Langeweile. So wie alle NPCs, viel zu viel Text. Naja, spielt. Hey, du kannst hier nicht einfach so ohne Erlaubnis herkommen. Doch, will ich aber. So, gut, das war offensichtlich die Bibliothek. Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Nicht? So. Hätten die Piraten vielleicht doch einen Grund? Weiß ich nicht. Vielleicht. Dreimal verschrieben und trotzdem falsch. Aber hier ist noch eine Tür. Komme ich da auch wieder in die Bibliothek rein? Oh ja, okay. Das ist offensichtlich eine Doppeltür. Oder so ähnlich. So, ich komme aber wieder hier raus. Okay, na macht nichts. Habe ich mit dir schon gesprochen beim letzten Mal? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, alle haben Angst und wollen fliehen. Aber sie sollten wirklich vorsichtig sein, wenn sie fahren. Du gibst auch besser Acht und gehst auf Nummer sicher, dass du nicht überrollt wirst. Okay, ja, das hatten wir ja schon. So, wir müssen jetzt zum Haus des Rates, quasi des Rathausplatz. Ich muss ihn erstmal suchen. Ich glaube, ich hatte ja eine Karte, ne? Ah ja, genau. Rathausplatz, der befindet sich im Norden. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt hier lang gehe, bin ich richtig. Werden wir ja gleich sehen. Huch. Das ist ja lustig. Das Spiel hat auch so eine Art LOD, also Level of Detail. Wenn man näher rangeht, wird dieser Sticker schärfer. Dieses Plakat, diese Wandmalerei. Plopp. Das ist ja lustig. Also links das nicht, ne? Links das Gras an dem Haus, was dahinter ist, nicht. Aber hier das schon. Und oben die Ziegeln und so werden auch detaillierter. Das ist ja interessant. Sieht man oft bei NPCs. Ach ja, stimmt, das habe ich da auch schon gesehen. Hast du vollkommen recht. So, da muss ich hin. Ah ja, hier, er hier mit seinem Riesenkopf und seinem dünnen Kopf. Stimmt, 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 stimmt. Ich erinnere mich. Uhaha. Sind wir hier in England? Die fahren alle auf der falschen Seite. Naja, egal. Werden die Köpfe größer und kleiner. Genau, hab's auch gerade gesehen, beziehungsweise mich gerade wieder dran erinnert, dass beim letzten Mal das schon aufgefallen ist. Ja, ja, ja. So, sind wir jetzt auf dem Rathausplatz? Wir sind auf dem Rathausplatz. Wunderbar. Ja. Dünner Kopf, dicker Kopf. Dünner Kopf, dicker Kopf. Ja, ja, ja. So, schönen guten Tag, werter Herr. Was haben Sie zu sagen? Wie? Weißt du nicht, dass alle Zivilisten aufgefordert wurden, diesen Bereich zu verlassen? Du bist genauso wie das Mädchen dort drüben. Weißt du denn nicht, dass du tun solltest, was Erwachsene dir sagen? Sind wir kein Erwachsener? Okay. So. Ach, ist hier, sie wieder. Die Piratin, ne? Oder was sie auch immer ist. Wie? Was willst du? Du bist mir den ganzen Tag hier hindurch gefolgt, nicht wahr? Sorry, aber ich habe keine Zeit, um mit dir zu spielen. Geh mir einfach aus dem Weg, okay? Warte mal, ich muss gerade noch mal gucken. Wie? Was willst du? Du bist mir den ganzen Tag hindurch gefolgt, nicht wahr? Sorry, aber ich habe keine Zeit, um mit dir zu spielen.
Geh mir einfach aus dem Weg. Das G würde ich groß schreiben. Also G groß. Weil das sieht mir aus wie ein neuer Satz. Oh. Nein, aus Gründen, die niemand versteht, ist Mega Man irgendwie immer was 13. Okay, gibt es einen Mega Man, wo er erwachsen ist? Weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist mein allererstes Mega Man. Konnt's dir nicht sagen. Aber vielleicht kann der Marcel uns das sagen. Er ist ja unser Fanboy hier. Beziehungsweise, er hat das ja mitentwickelt, so. Immer die Pfeile zeigen nach oben und du bist da runtergefahren. Bist du nicht gerade eine Einbahnstraße die falsche Seite hochgefahren? Ich bin mir da nicht so sicher. Ein Feuerhydrant. Du könntest vermutlich auf ihn draufspringen. Kann ich? Ich kann nicht. Ja, nu? Was bringt mir das, wenn ich da drauf hüpfe? Was für eine sinnlose Info? Hä? Nein, ich schaff's nicht. Ah! Das ist ja hier. Ah. So, und du? Jetzt stehe ich hier oben drauf. Toll, super. Hast du ihn auch noch nie älter gesehen? 14. Ah, okay. Ich konnte aber nochmal schießen. Achso, ich kann ja wahrscheinlich nicht schießen, weil ist verboten. Na gut, dann gehen wir mal da hoch. Oh, Wasser. Hä? Oh, das ist. Ja. Okay. Das ist offensichtlich gefrorenes Wasser. Man geht nicht drin unter. Schade. In vielen anderen Teilen ist er wohl 10 Jahre alt. Okay. Also ein Jungspund. Ich gucke mich erstmal hier um, bevor ich da reinlatsche, würde ich mal sagen, oder? Mist. Wieder daneben. Ach, dann halt eben nicht. Meine Güte. So, Bank. Hier ist die Bank. Schönen guten Tag, werter Herr. Dies ist die Bank. Viele Leute sind wegen der Piraten in der Gegend sehr aufgebracht und kamen hierher, um ihr Geld abzuheben. So, die arme Bank. Keine Kohle mehr jetzt. Komplett leer geräubert. Huch, falsche Taste. Ich habe hier Geld gespart. Egal, was passiert, ich werde dafür sorgen, dass es die Piraten nicht bekommen. Okay, na gut. Hier ist mal drum rum. Oder kann ich hier rein? Auf dem Zettel steht, Zutritt verboten. Dem Zettel? Was für ein Zettel? Das ist gar kein Zettel. Vielleicht ein Schild oder sowas. Kann ich hier rein? So, kann ich. Baue ich mir 10-jährige pubertären Rotzlevel-Roboter. Ach, tut mir leid. Fun Fact. Jetzt kommt ein Fun Fact. Achtung, festhalten. Kann man hier irgendwas machen? Es ist ein Schalter, um Formulare auszufüllen. Die Stifte sind mittels Kette am Schalter befestigt. Mittels Ketten? Mehrere Ketten? Es ist ein Schalter, um Formulare auszufüllen. Die Stifte sind mittels Ketten am Schalter befestigt. Aber hier ist doch nur ein Schalter. Mach da mal Einzahl draus. Und nicht Mehrzahl. So, hallo? Die Piraten haben mich auch erschreckt, aber ich wette, das ist die Bürgermeister. Was? Das ist die Bürgermeister. Nee, Moment. Nochmal. Was? Die Piraten haben auch mich. Nein, mich auch erschreckt. Aber ich wette, dass es die Bürgermeisterin ist, die wirklich besorgt ist. Ah, jetzt, okay. Jetzt ergibt der Sinn auch im Kopf. der Satz im Kopf auch einen Sinn. So rum. Meine Güte, ich bin völlig durch heute. Ey. Muss an der Wärme liegen. Die Piraten kommen nicht, oder? Die kommen nicht, oder? Bitte sag mir, dass sie nicht kommen. Achso, die Piraten kommen nicht. Oder? Bitte sag mir, dass sie nicht kommen. Ah, okay. Gut, gut, gut. Diese Tür war ursprünglich mal benutzbar, dass man hinter die Theke der Bank kommt und mit den Leuten dort sprechen konnte. Die Texte sind nach wie vor im Spiel. Ah, okay. Hat man dann weggemacht. Aber wer weiß warum. Seit ich geflohen bin, habe ich kapiert, dass ich mein Geld von meinem Konto abheben sollte. Aber ich vergaß, dass ich nur 980 Senni auf der Bank habe. Ja, erzähl das noch jedem, wie viel Kohle du hast, du Heini. Und dort sind viele Broschüren nebeneinander aufgereiht. Schönen guten Tag, kann ich mit Ihnen reden? Ja. Dies ist die Bank. Falls du vorhast zu fliehen, gehe sicher, dass du zuerst dein Geld abhebst. Gehe sicher. Gehe auf Nummer sicher, oder? Gehe sicher? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Hier wird es zu gefährlich. Ich denke darüber nach, dass wir vorübergehend schließen. Ich will da rein. Achso, da sind auch nur 4 Leute drin, mit denen man theoretisch quatschen könnte, aber man könnte mit ihnen quatschen. Das da ist der Tresor.
Warum geht das jetzt nicht mehr? Naja, wahrscheinlich hat man das weggelassen. Vielleicht ist irgendwas in Japan oder so vorgefallen. Vielleicht wurde eine Bank ausgeraubt oder irgendwie sowas in der Richtung. Und man hat dann halt einfach den Tresen gesperrt. Könnte ich mir vorstellen. Es ist ein Geldautomat. Aber du kannst ihn nicht benutzen. Du hast kein Geld auf der Bank. Also. Okay. Mit Cheat-Modulen kommt man dahin. Marcel, hast du das aufgeschrieben, was ich eben gesagt hatte? Einmal hier die Einzahl mit dem Stift und einmal den Satz, den er sagt? Sind noch einige andere unbenutzte Dinge im Spiel. Meine Güte, heute bin ich echt durch. Mit der Theke hast du notiert. Und ihn hier. Also, ich weiß nicht, er sagt, dies ist die Bank, falls du vorhast zu fliehen, gehe sicher, dass du zuerst dein Geld abhebst. Ich würde gehe auf Nummer sicher schreiben. Gehe sicher, sagt man nicht. Also, das sagt man so nicht. Gehe auf Nummer sicher, dass du zuerst dein Geld abhebst. Oder irgendwie anders.